2K Tech. Und 2K Games. Herzlich willkommen zu Mafia 2. Ja, ich habe es schon mal angekündigt vor ganz, ganz langer Zeit. Das ist, glaube ich, schon 2 Jahre her oder so. Ich habe ja schon mal Mafia 1 gespielt und damals habe ich es gesagt, irgendwann werde ich mal Mafia 2 spielen. Damals hatte ich noch keinen Rechner, auf dem das ruckelfrei lief. Jetzt habe ich den sehr wohl. Und ja, ich habe leider so mit dem distanzierten Blick auf das erste Let's Play mitbekommen, dass ich einige Urheberrechtsprobleme bekommen habe aufgrund der Musik, die in den Autoradios lief und deswegen das ein oder andere Video leider gesperrt wurde von YouTube. Ich glaube, es sind nicht so viele, aber ein paar sind halt leider gesperrt worden. Das ist ein bisschen doof. Deswegen müssen wir diesmal ein bisschen vorsichtiger sein mit der Musik. Ich habe die auch, also ich habe sie nicht ganz ausgestellt, die Radiomusik-Dingens da, sondern habe es wirklich hier in den Optionen, ich weiß gar nicht, auf 10% habe ich es gestellt hier, Radio 10%. Genau, damit wir zwar mal so reinhören können, aber ich hoffe, dass YouTube das dann nicht raustrackt, wenn wir es dann so niedrig haben. Genau, was weiß ich über das Spiel? Nicht viel. Unser Charakter heißt Vito Scaletta mit seinem besten Kumpel Joe Barbaro. Es spielt in Empire Bay, während der erste Teil in, lass mich lügen, Lost Heaven gespielt hat. Hieß das so? Oh, ich glaube, ne? Ich glaube Lost Heaven. Und Empire Bay erinnert mich doch irgendwie schon sehr an New York, muss ich sagen. Hier sieht so ein bisschen nach Empire State Building aus, Chrysler Building, ne? Nur so ein ganz kleines bisschen. Genau. Was weiß ich noch darüber? Wir spielen in den 40er und ich glaube in den 50er Jahren, während der erste Teil ja in den 20er und 30ern gespielt hat. Das heißt, wir sind ungefähr 20 Jahre nach dem ersten Teil angesiedelt. Und ich glaube gehört zu haben, dass wir als Vito auch dann den Mordauftrag an Tommy ausführen. Also an Tommy D'Angelo aus dem ersten Teil, dem Hauptcharakter, dem Protagonisten. Der ist ja leider im Epilog des ersten Teils getötet worden dann noch. Was aber auch irgendwo so ein bisschen dazugehört hat, weil damit die Geschichte dann auch abgeschlossen war. Also es hat schon gepasst. Darauf werde ich dann aber später nochmal eingehen, wenn wir da mal ein bisschen Zeit haben, was so meine Befürchtungen bezüglich der Story sind. Aber schauen wir erstmal rein, würde ich sagen. Viel mehr weiß ich wirklich nicht. Von daher setzt er die Story nicht fort. Ich habe mir bloß schon mal angespielt, um zu schauen, ob die Grafikeinstellungen okay sind, weil es hier so ein paar Einstellungen gibt, die bringen nicht viel, lassen die Framerate aber unglaublich nach unten droppen. Genau. Die habe ich dann natürlich rausgenommen und damit würde ich sagen, legen wir los. Neues Spiel, natürlich auf Mittel, wie sich das für einen Let's Player gehört. Niemand will sich die Böse geben, auf leicht zu spielen und auf schwer, das machen auch die wenigsten. Deswegen ganz Mainstream-mäßig auf Mittel. Und los geht's. Two K Games und 2K Check präsentieren. Mafia 2. Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen.
Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Schieße, mach schon, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Und da wir beide arm waren und Arbeitsplätze raren, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben oder ich schieße! Oh, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander! Scheiße. Und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Warum nicht, weil Krieg ist? Kapitel 1. Die alte Heimat. Sizilien, Juli 1943. Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjäger-Division. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Okay, Skeletta. Hallo, schalt ihn aus. Gleich der harte Einstieg hier mitten im Krieg. Das kriegen wir aber hin, würde ich sagen. So, haben wir noch einen? Ach hier, natürlich. Der läuft ja ganz offen rum. Sehr gut. Drücke Steuerung links, um deine Deckung zu verlassen. Das können wir. Oh, hat's welche erwischt hier? Das tut mir sehr leid. Das wollte ich natürlich nicht. Ich gehe dann mal hier drüben lang, ne? Das ist vielleicht besser. Der Mann sagt, dass noch mehr Soldaten im Anmarsch sind. Na großartig, okay. Du und Williams, ihr hebt das Maschinengewehrnest aus und sucht dann die Gefangenen. Wir brauchen jeden Mann. Hey, Skeletta, hierher. Ja, ich bin schon da. Gut, steigen wir mal ein. Was ich noch sagen wollte, der Joe hatte interessanterweise die Stimme von Gerard Depardieu. Irgendwie fand ich das sehr nett. Das Maschinengewehr hätten wir gefunden. Also, fand ich das sehr sympathisch. Gut, hier drücke ich doch nichts. Ja, ist ja gut. Quatsch mich mal nicht so voll und das Maschinengewehr ist auch unglaublich laut. Schmeiß eine Handgranate ins Fenster! Ja, mach ich schon. Lass ihn doch erstmal hier fertig schießen. So, jetzt. Oh, Volltreffer. Scheiße! Sorry? Oder so? Hey, Skeletta! Noch alles dran an dir? An mir schon. Dann krieg da einen Arsch hoch. Wir müssen weiter. Aber an denen glaube ich nicht so sehr, ne? Ups. Scheiße! Nimm so viel Munition wie möglich. Ist vielleicht unsere letzte Chance. Okay. Wir sammeln ein, was wir kriegen können. Ein Gewehr, eine MP. Noch eine MP? Ist die SMG nicht auch eine MP? Okay, wir schauen gleich mal. Was haben wir hier noch? Eine Pistole. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kannst du hier nicht so einen dicken Oschi mitnehmen? Kannst du noch werfen mit bestimmt, oder? Nein, schauen wir mal. Okay, hier haben wir nichts. Hier haben wir Pistole.
Da das Gewehr und hier das MP. Okay, alles klar, ich bleib da mal bei dem. Los geht's. Auf der Treppe! Da, jetzt war hier die Treppe. Ja, war jetzt nicht so gut gezielt, muss ich zugeben. Okay, aber geht schon. Die Gefangenen haben sie wohl oben. Die schiere Masse an... Okay, da gehe ich dann mal nicht lang. Die schiere Masse an Schüssen hat es dann gerade gemacht. Und ich sehe schon, wir haben hier, wie das in modernen Spielen jetzt eben so ist, keine Health-Anzeige mehr, keine Lebensanzeige mehr, sondern jetzt eben mit rot werdender Umgebung, die dann mit der Zeit wieder weggeht. Finde ich eigentlich schade. Ich mochte das eigentlich in den alten Spielen. Wo man noch wirklich... Die Türskeletter, tritt sie ein! Ja, hör mal auf zu quatschen, ich bin gerade am Reden. Wo man wirklich noch eine numerische Anzeige hatte. Ist ja gut, ich mache ja schon. Wo man wirklich halt sein Leben dann, wo man damit haushalten musste. Hier braucht man sich bloß zu stecken, dann ist wieder gut. So. Dann räumen wir halt mal auf hier, ne? Oh, da ist noch was. Okay, ich bleib da mal in Deckung. Kannst natürlich auch einfach rumspazieren, ja natürlich. Los. So. Dann mal raus mit uns. So, erstmal in Deckung gehen, ist vielleicht besser. Oh, schlecht. Was ist? Hast du die Hosen voll? Keine gute Idee, so. Ah, ich wollte gerade sagen, wird es denn vielleicht auch irgendwann mal wieder bunt bei uns? Ich stecke gerade viel zu viel ein, habe ich das Gefühl. Werd mal wieder gesund, Junge. Werd mal wieder gesund. Okay, ist vielleicht auch nicht die beste Waffe, stelle ich gerade fest. Nehmen wir mal das Gewehr. So, das sieht ja schon besser aus. Und dann können wir auch die in der Deckung befindlichen viel besser ausschalten. Warum nehme ich das nicht gleich? Hätte ich gleich tun sollen. Okay, nachgeladen. Und dann schauen wir mal. Ich gehe wieder. Okay. Los, schnapp dir das Maschinengewehr. Aha, natürlich, gerne. Los geht's. Schalt den Laster auf. Den Laster, okay. Das ist noch mehr. Kirche. Explodiert er auch irgendwann? Schalt den Laster auf! Ja, ich muss erstmal hier eigene Sicherung betreiben, indem ich die Leute töte. Das ist aber auch cool hier mit den Marktständen. Scheiße, wir haben Artillerie! Skeletter rein mit dir! Ich würde gerne, aber ich kann nicht weggehen von dem Ding. Ich kann das nicht verlassen. Ich würde gerne reinkommen, aber ich kann nicht. Okay, ich glaube, das ist gewollt. Mal riechen. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, wir brauchen einen großen Schutzengel jetzt gleich. Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Und da ist er offenbar. Lei davvero Don Calò? Cacetto. Un congè quando Samaritano mi cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Carlo, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagte. Glück gehabt.